Hallöchen und herzlich willkommen. Keine Ahnung, ob der Anfang gerade drauf war. Irgendwie hat das gerade ein bisschen gedauert, bis es die Aufnahme gestartet hat, aber vielleicht war es mit dabei. Keine Ahnung. Ich habe eigentlich nur Hallöchen gesagt und mich dann gewundert, dass es noch nicht losging. Willkommen zurück bei Watch Dogs. Wir haben ja in der letzten Folge hier die Mission angefangen und jetzt müssen wir natürlich schauen. Wir sollen hier in dieses Gebiet eindringen und uns selber in das System einhacken. Also, naja, hier jetzt noch nicht. Wir sollen ja erstmal diesen Typen finden, der das dekodieren kann. Und dazu heißt es natürlich erstmal wieder leises Eindringen, möglichst nicht erschossen werden, was uns ja schon oft genug passiert ist. Ihmchen können wir mal ein bisschen ablenken, der kriegt da vielleicht einen kleinen Rattel weg. Da hinten können wir noch was auslösen. Wie immer sondiere ich erstmal die Lage. Haltet die Augen offen. Hier wird jede Menge in die Luft fliegen. Hier steht noch ein Gasfass. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass der Typ uns nicht sieht. Wir hocken ja da direkt hinterm Zaun. Aber das kriegen wir vielleicht doch nicht so einfach hin. Oh. Ich hab die große in der Hand. Ich hab die schon wieder in der Hand. Ich wollte doch die in die Hand nehmen. War so jetzt nie geplant. Tut mir leid. Hoffentlich ist das jetzt nicht ein Nachteil für uns. Schade. Fünfmal daneben geschossen ist auch ein Treffer. Oh, 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 oh. Möglicher Sichtkontakt ist auch so eine geile Definition. Wow. Immer gehen ja die Straßenlaternen an. Ich glaube, es hackt. Armer Kerl. Hier ist doch direkt jemand. Wer ist das da? Ich sehe ihn nicht. Ja, komm doch mal hinter deinem Pfahl vor. Eine Kamera. Nein, ich habe nur getroffen. Wenn wir, ja, das stimmt allerdings. So, jetzt oder nie. Überwältigen. Sowas sagt man doch nicht. Haben wir denn hier noch irgendwelche Gadgets? Ja, wir haben noch Gadgets. Würde gern. Hier war irgendwas zum Sprengen, was ich vorhin gesehen habe. Naja, immerhin gibt es das zum Sprengen dort hinten. Mach's dir nicht schwerer als nötig und komm raus, okay? So, da drüben hat sich was bewegt. Wäffchen nachladen. Das war blöd. Vernichtet ihn. Mist. Es sind nur noch zwei. Müssen wir uns ein bisschen beeilen jetzt. Einer von uns ist unten. Genau, so habe ich mir das gedacht. Ein bisschen beeilen. Scheiße. Jemand ist an uns dran. Machen wir lieber schnell. Wonach suche ich? Verbinde mich mit dem Computer. Ich starte dann die Suche aus dem Bunker. Gehe hier schon mal provisorisch in Deckung. Denn hier kommt garantiert noch was. Mach halt, Aiden. Wow. Sehr oldschool. Kein Wunder, dass die Cops den Club nicht klein kriegen. Hätte gern mal gesehen, was er da macht am Rechner, aber naja.
Ist immer dasselbe Bild anscheinend. Er ist online. Genau das habe ich erwartet. Wow. Granate, Granate. Geh aus der Deckung. Da ist irgendwas um uns noch drumrum in die Luft gegangen, sonst hätte uns die Granate nicht erwischt. Schade. Da kamen aber auch gerade wieder viele Leute und warum die uns gleich gesehen haben, hat mich gewundert. Clara. Er ist online. Ah, diese Deckung. Verbindung unterbrochen? Mist. Ich muss also da unten bleiben. Ich muss also hier unten in der Nähe bleiben. Komm schon, werd wieder gesund, wenn jetzt eine Granate kommt. Und wo denn? Da hinten. Das war ja nicht. Hundertprozent los, weg hier. Na was? Dachte, ich kann jetzt weggehen, wenn ich 100% habe. Meine Güte. Also MG, was wir hier bekommen haben, irgendwann mal ist echt super. Wir sollten ihn noch beseitigen. Oh. Was Besseres ist dir nicht eingefallen, Ray? Ich lösche die Festplatte. Ray Ray. Keiner sonst darf Kenny aufspüren. Oh, Festplatte löschen. Mann, das ist alles in die Luft geflogen. Da ist keine Festplatte mehr übrig. Los. In der Feuerwehr. Er haut in der Feuerwehr. Ich weiß, schon dabei. Ich knipp sie aus. Beeilung. Es ist wieder so eine Situation, wo man jemanden verfolgen soll, aber kein Auto in griffbarer Nähe ist. Jetzt soll ich den hier irgendwie daherfahren. Greifbarer Nähe, meine ich natürlich. Jetzt fängt das wieder an zu ruckeln. Na. Hör auf zu ruckeln. Ich nehme doch hier auf. Feuerwehr hat anscheinend ganz schön Dampf.
Der Karre kann ich mich nicht im Weg stellen, das ist das Problem. Oh, jetzt sind die Lecks aber echt schlimm gerade. Die haben ja ein Patch eigentlich rausgebracht, was die Performance verbessern sollte auf dem PC. Problem ist nur, dass es bei mir vorher gut lief. Und seitdem der Patch kam, kamen Abstürze dazu. Es kommt jetzt dieses abnormale Ruckeln dazu. Und das Problem ist, ich verliere jetzt jede Menge Frames im Video und dann stimmt wieder die Synchro nicht. Sollte jetzt also die Synchronisierung meiner Stimme zum Spiel nicht ganz passen, dann bitte verzeiht mir es. Ich muss da nochmal schauen, ich habe eigentlich schon mal ein bisschen rumgestellt vorhin und Programme geschlossen, die möglicherweise Ärger machen könnten, aber irgendwie trotzdem immer noch fies. Problem ist, ich kann mich halt auch nicht vor die Feuerwehr stellen. Die schiebt mich einfach weg. Nutzt mir alles nix. Ja, Mist. War ich zu langsam. Muss ein bisschen hinterherfahren und gucken. Jetzt. Wurde ich jetzt vom Masten erschlagen oder was war das jetzt? Also ich habe jede Menge Schaden bekommen, aber ich hatte gedacht, ich hätte meinen Angreifer beseitigen können. Mano. Oh, wieder hier. Das ist doch nicht zu glauben, oder? Pony. Was muss ich die Festplatte löschen? Besser, oh, Moment. Ray? Ich lösche die Festplatte besser. Keiner sonst darf Kenny aufspüren. Schon mal ein Auto in Griffweite stellen jetzt. Am liebsten würde ich es ja mit dem Granatwerfer machen. Ja, komm, Aiden, mach Eier. Scheiße, der haut ab. Er hat Infos zu kämpfen. Ich kann nicht riskieren, dass er entkommt. Ach, das waren zwei, die hier eingestiegen sind. Ah, okay. Ich weiß, schon dabei. Ich knipp sie aus. Beeilung. Ich knipp sie aus. Komm. Ah, jetzt. Oh, nee, komm. Freunde. Da ist so einen schönen Plan mit einem Auto, aber wir kommen trotzdem nicht schneller hier weg. Ja, auf zu ruckeln. Mann. Oh. Alles fahren wir weg, aber hier ist ein Ding, das nicht kaputt geht. Ganz schlimm gerade wieder. Ich bin auch wieder ein bisschen angekratzt, dass es gerade ruckelt und alles nicht so richtig läuft, wie es laufen soll. Hochgeschwindigkeitsverfolgung. Mädchen. Überholt. Bin aber völlig auf der falschen Seite jetzt natürlich. Und ich komme da gerade auch nicht rüber. Die Frage ist, ist es denn so schlau gewesen, dass ich sie überholt habe? Zielperson entkommt. Ja, ich entkomme hier gerade der Zielperson.
Na los, Feuerwehr, komm! Tut mir leid, da muss ich jetzt gegen leider, lang... Achso, haben wir ja. Abgeschlossen. Aber Pony. Muss es ausgerechnet Pony sein? Ach komm, zu viele schlechte Erinnerungen. Akt 2, untergetaucht, abgeschlossen. Wunderbar. Und jetzt sollen wir was in Pony oder was? Kenny Signal identifiziert. Ich hab, was ich brauche. Wir sind soweit. Du gehst also wirklich zu Ray, Kenny? Unglaublich, dass wir ihn gefunden haben. Haben wir leider nicht. Sind aber nah dran. Vielleicht hilft er uns ja auch gar nicht. Wenn er diese Daten entschlüsselt, gibt er seine Tarnung auf. Der Typ war ein Whistleblower. Sagtest du nicht, es gäbe Material über Blumen? Es gibt Material zu allem und jedem. Ich glaube, ein radikaler Blumengegner kann da nicht widerstehen. Wenn du Ray findest, was kannst du ihm anbieten? Wir wissen, was passiert, wenn wir graben. Wenn er uns bei der Entschlüsselung hilft, ist er enttarnt. Ich finde, was es gibt. Ein Grund für sein Abtauchen. Ja. Er legte sich mit Blumen an. Hat alles veröffentlicht. Damit kann ich arbeiten. Willst du ihm etwa drohen? Nein. Whistleblower wollen Gerechtigkeit. Vielleicht wartet er nur auf eine Gelegenheit und ich kann ihm eine bieten. Hier waren wir schon lange nicht mehr. Und weil ich hier gerade sehe, Garderobe, da können wir doch mal gucken. Wir haben ja inzwischen noch schon ein paar gekauft. Das Teil hier, Halsabschneider, habe ich aus Versehen gekauft. Das habe ich, dann habe ich später erst gesehen, dass das Teil ein gerades Schild an der Mütze hat. Ekelhaft. Nehmen wir noch mal den Straßenkämpfer heute. Jetzt. Hallo, Partner. Ich habe gerade mit Niki geredet. Ja. Freches Mädchen. Freches. Und ich breche dir das Genick. Ihr seid wirklich Geschwister. Sie ist auch so ein Hitzkopf wie du. Warum rufst du an? Sie hat gefragt, ob du sie abholen kommst. Und ich sagte, ich frage nach. Ich habe jemanden, der die Daten entschlüsseln kann. Ich bin ganz Ohr. Er heißt Raymond Kenny, ehemaliger CTOS-Entwickler. Er ist in Pawnee. Ich fahre gerade hin. Na, das sind Neuigkeiten. Aber ich muss leider mein Veto einlegen. Welches Veto? Es ist seine Verschlüsselung. Aber Raymond Kenny ist auch ein Whistleblower. Er wird die schönen Daten nehmen und an die gottverdammte Presse weiterleiten. Und was sind Geheimnisse, die in den Nachrichten erscheinen? Wertlos. Ich warne dich. Finde einen anderen Weg. Es gibt keinen anderen. Ich soll das erledigen, also halte ich raus. Lass mich machen. Nerviger, dummer Damien. Damien klang besorgt. Er will an das Erpressermaterial. Was spielt da für ein Spiel? Wie lautet sein Plan? Okay, das darf mich nicht ablenken. Kenny ist die Antwort. Er wird mir bei der Entschlüsselung helfen. Und ich bringe Niki in Sicherheit. Okay. Nehmen wir doch mal hier den lustigen Digitaltarn. Und da ploppt wieder was auf. Ich würde gern, wenn wir hier schon mal sind, schlafen. Einfach mal um 11. Puh. Um 11 Uhr mittags ist es? Ach so, wir können bis um 11 schlafen. Keine Ahnung, wie spät es ist. Wir schlafen einfach mal bis Mittag, schön um 12. Schöne Zeit, um aufzustehen. Penn doch mal eine Runde, Aiden. Hast du dir auch verdient. So, jetzt schön Zähne putzen gehen. Nicht? Nee, hast du ja auch nicht hier. Okay. Nice. So. Dann einmal raus aus dem Laden. Und wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Ich würde gern hier hin. Da können wir unseren Ruf nicht verbessern. Das haben wir ja schon mal probiert. Ist ja wieder ein bisschen gesunken, leider, die ganze Sache, weil ich ein bisschen forsch gegenüber den Zivilisten vorgehe und hin und wieder aus Versehen mal Kollateralschaden verursache. 300 Meter, die können wir eben mal joggen hier über die Autobahn. Wird uns jetzt nicht umbringen. Da bin ich sowieso mal gespannt. Es kommt ja... Ja, jetzt irgendwann... Uiuiui, mega Ruckler wieder. Ne.
Es kommt ja jetzt irgendwann dieses Ding, also erstmal die Oculus Rift natürlich, nicht, das ist kein Ding, das werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Ich hoffe, die kommt noch als Finalversion dieses Jahr raus, 2014. Und dann werde ich mir das Teil auf jeden Fall zulegen. Und ich denke mal, es wird auch billiger, als es jetzt im Moment ist. Also, die haben ja sogar gesagt, sie möchten das Teil am liebsten kostenlos auf den Markt werfen. Einfach um zu, damit zu erzeugen, dass, ja, dass das halt die nächste Generation des Gaming wird. Und das wird's, denke ich. Es gibt ja da so viele Entwicklungen inzwischen. Dazu hätte ich gerne eine Omni, wenn er das mal googeln wollt oder so. Ganz kurz, das ist so ein, ja, ich nenne es mal Laufkäfig, eigentlich nur so ein Ring mit einem bestimmten Boden. Und da stellt man sich rein und kann dann eben laufen. Und steuert so dann seine Spiele. Ist wohl mit jedem Spiel kompatibel, da es eigentlich nur wie ein Tastatureingang ist. Jetzt muss ich nur noch diesen Kerl finden. Und genau. Wer ist denn mein potenzielles Opfer? Sie da. Achso, die kennen wir ja schon. Da läuft man dann halt so, kann man halt laufen, richtig direkt. Dann setzt man sich die Oculus Rift noch auf und ist quasi schon fast perfekt im Spiel. Wo willst du hin, verfickte Scheiße? Verbrechenswahrscheinlichkeit steigt. Niemand lässt mich sitzen. Niemand. Hörst du? Bitte. Und du entkommst uns nicht, Fräulein. Ey, was ist denn das für eine Schade? Boah, wenn das mal nicht so ruckeln würde. Was soll das denn? Ich will nicht erschießen. Bleib hier. Er hat immerhin keine Waffe dabei. So, dann haben wir mal wieder einen Verbrecher gestoppt. Und ja, genau, dann ist man halt direkt im Spiel drin. Das ist, finde ich, ziemlich nice. Das will ich auf jeden Fall haben, dann irgendwann mal. Wenn das dann schön als Release-Version auch da ist, nicht so irgendein Dev-Kit. Und dann gibt's ja momentan noch dieses, ich weiß nicht, wie es heißt, das haben sie jetzt auf der E3 in Aktion mal richtig gezeigt, da könnte man es auch wohl ausprobieren. Das sind so Handschuhe, die man anzieht und dann hat man auch noch Kontrolle über seine Hände und Finger. Und ja, besser kann es eigentlich schon fast nicht mehr werden. Klar, noch ein bisschen freier, noch ein bisschen mit weniger Mitteln, sage ich mal, um sich drumherum. Aber dann hat man wirklich die Handschuhe, die Omni und die Oculus Rift. Dann ist man dann noch ein Surround-Headset. Und dann ist man quasi zu 100% im Spiel drin. Und das ist ja super. Müssen sich dann nur noch die Entwickler getrauen, langsam mal dafür Spiele zu entwickeln. Denn dann wird es richtig groß mit der Zockerei. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, so mit Omni und Oculus Rift durch Skyrim zu laufen. Und ja, dabei ist es sicherlich auch unheimlich anstrengend, weil man läuft ja die ganze Zeit dann beim Spielen auch wirklich. Wenn man schneller laufen will, muss man halt rennen. Da ist man dann plötzlich als Gamer nicht mehr der etwas übergewichtige oder untermuskulierte Nerd, sondern ja, hat auf jeden Fall plötzlich Ausdauer und Kraft. Okay, das soll es erstmal dazu gewesen sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.